Was geht, Leute? Willkommen auf meinem Channel Kopf! So, folgendes! Es ist wieder soweit. Ein Reaction-Video starte ich jetzt. Ich weiß noch nicht was tatsächlich. Ich habe jetzt zwar schon mal hier, ich mache es erstmal groß, damit ihr es sehen könnt. So, ich glaube, jetzt wird es wieder so komplett gefilmt. Wie gesagt, ich muss mich da erst reinfummeln. Würde ich sagen, ich weiß noch nicht genau, was ich mit euch gucke. Das wird sich jetzt gleich entscheiden, wie der Titel quasi heißt von diesem Video. Ich muss erstmal, warte mal, dieser Scheiße hier, ja? So. Muss erstmal die Position hier finden, weil, ja, man muss sich immer alles gemütlich machen. Ist wie auf der Couch. Chips fehlen jetzt nur noch, aber Diät und so. So, dann gucken wir mal, was wir uns genau angucken werden. Ich habe schon mal ein bisschen hier runter gescrollt, weil hier oben sind eigentlich so uninteressante Sachen und Sachen auf Englisch und kann kein Englisch und so. Hashtag. Was gucken wir uns denn an, Mensch? Was war, warte mal, hier war wieder irgendwas mit Indian. Girl getting her first tattoo. Okay, das weiß ich natürlich, was es heißt. Ein bisschen Englisch kann ich denn doch. Pimp My Skin. Der Tattoo-Boom und seine Folgen. Vor 4 Jahren, Alter. Vor 4 Jahren war der Tattoo-Boom angeblich. Gucken wir doch mal, Mensch. Was? Ich mache mir Jana als Tattoo. Alter, 1,2 Millionen Aufrufe vor einer Woche? Von Julia, was auch immer für ein Name. Kenne ich nicht. Jetzt wieder die Frage, was das für ein Video ist, wa? Weil viele machen immer so ein Clickbait hier, so, also sprich, der Titel wird da reingeschrieben, Jana als Tattoo und weiß ich nicht, ist im Endeffekt gar kein Tattoo, sondern nur ein Tattoo-Aufkleber, wenn ihr versteht, was ich meine, damit die Leute halt, verlockend draufklicken. Alter, was? Gurkensohn Instagram-Livestream beim ersten Tattoo? Gurkensohn, Alter, krasser Name. Tattoo-Prank an arabischen Vater. Uff. Das ist bestimmt auch geil. Vor 2 Tagen. Tattoo-Prank. Arabischen Vater Part 2. Was? Achso, scheiße. Gibt es dazu jetzt ein Part 1 oder was? Oder wurde das zweite Mal reingelegt? Oh, ist bestimmt eine heftige. Aber mich interessiert ja die hier am meisten. Aber das Problem ist, 10 Minuten 32. Die Frage ist, wann dreht sich da ums Tattoo, oder? Erste Tattoo, ihre Mutter bringt. Aha, okay, gut. Leute, was gucken wir uns denn an, Mensch? Ich darf entscheiden, was ich entscheiden kann. Katja. Aha. Ah ja. Tattoo-Albtraum. Okay, ich würde sagen, wir gucken uns. Mann, ich weiß immer nicht. Alter, was macht die denn? Alter, die kriegt einfach. Guck mal hier. Auf dem Kopf ein Tattoo. Was ist los mit ihr? Scheiße, ist auf Englisch, Mann. Das würde ich voll gerne anmachen, aber das ist, ich glaube, das ist langweilig so. Welches Tattoo für uns? Ja, bla bla bla, bla bla bla. Bla bla bla. Bla oder. Alter, lass uns auf jeden. Ich würde sagen, wir gucken uns die 15 verrücktesten Face-Tattoos an. Doch, das machen wir jetzt. Das ist das erste Video für heute. Ich nehme ja 2 heute gleichzeitig auf. Sprich, ich habe dann auch gleich wieder was im Petto. Im Ghetto. So, gucken wir uns an auf jeden Fall, würde ich sagen. Today we look at 15 of the craziest face. Ja, okay, ich weiß. Ist jetzt auf Englisch, aber mein Gott, hier geht's nur um Bilder. Wir wissen alle, was gemeint ist. Verrückte Face-Tattoos. Ich bin gespannt. Facial tattoos. You won't believe the things people put on their faces. Number 15. I wonder if this guy is a chess grandmaster. Den kenne ich tatsächlich. Ist, glaube ich, ein sehr, sehr bekanntes Tattoo-Model. Wenn mich jetzt nicht alles täuscht, auf jeden Fall krass. Also, mies Respekt an dieser Stelle, ja? Also, wenn du mir mal überlegst, es ist jetzt nicht irgendeine kleine Stelle im Gesicht, die du dir tätowierst, sondern es ist mit einem Muster der komplette Kopf. Ja, außer jetzt an den Ohren, die lasse ich jetzt mal hier raus. Und ich sehe gerade hinten am Hinterkopf, warte, mit der Maus kann ich es euch jetzt zeigen, das weiß ich ja schon, dass das jetzt funktioniert so, dass man das auch sehen kann. Ja, hier natürlich ist auch noch ein anderes Motiv, genauso wie am Ohr, aber ey, ich meine, ein komplettes Muster über den Kopf gezogen, Alter. Ey, es muss so wehtun, hier in der Augenhöhle, ey, es muss so wehtun, ich würde sterben. Ich habe hier unten am Auge und an dem anderen so ein Mini-Pipi-Tattoo.
gebe zu, es war jetzt nicht so mega doll, aber es tat weh. Ja? Auge war am Wackeln und so. Auge war wie bei auf dem Rummel Breakdance fahren. And he uses this to intimidate other players. A lot of people just have a random mix of tattoos, so I'll give this guy props for at least having a consistent theme. This is a man named Matt Gaughan, who started tattooing himself because he had birth defects he wanted to cover up. Alter. Taking it to the next level, he actually injected tattoo ink into his eye himself. Auf den? Stimmt, der hat sich sogar die Augen tätowiert. Sehe ich ja jetzt erst, Alter. Das kam gar nicht so zum Vorschein mit dem Muster. Ich war so geflasht von diesem Muster, musste erstmal alle Felder durchgehen, ob die auch richtig sind. Aber ich sehe gerade... Das Auge ist auch tätowiert. Falls die Leute jetzt denken, dass man ein Auge tätowieren kann mit einer stinknormalen Tattoo-Nadel, nein, das ist nicht der Fall. Es sind quasi, es ist so, ich weiß nicht, ob es genau direkt Tattoo-Farbe ist, auf jeden Fall wird es unter das Auge gespritzt. Ja? Da wird halt so eine Flüssigkeit reingespritzt und dann verteilt sich die beim mehrmals Blinzeln, so glaube ich, dass es so war. Und dann, ja, hast du irgendwann Farbe in deinem Auge. Und ich habe mal gehört, ich glaube aber, das ist ein Mythos, dass man so 50-50-mäßig daran erblinden kann. Ich glaube aber, das ist wieder so ein Ding von den Medien, wurde extra rausgeholt, damit es keiner macht, wegen Personalausweis und sowas alles. Wenn ihr versteht, was ich meine, ja, dass man dann wieder eventuell nicht entdeckt werden könnte, wenn man was Böses macht oder so. Ey, übrigens eine gute Idee für die Leute draußen, die Raubbefälle machen und so, wa? Schnell danach so ein Zeug reinspritzen, war ich nicht. Sieht zwar identisch aus wie ich, der Typ, aber Augenfarbe stimmt ja nicht. Beziehungsweise das da drin. Weil die Pupille bleibt, glaube ich, gleich. Number 14. This guy might look like a big old meanie, but he has F-U-N tattooed below his lips, so do not be alarmed. Number 13. Ja, ach so, dazu habe ich jetzt gar nichts gesagt, ging jetzt voll schnell, aber war ein ganz schöner Trottel auf jeden Fall. Hast du ja schon gesehen, was der so im Gesicht hatte, braucht man nicht drüber reden. Or sex. If there is any... Also das, ja, ich meine dieses Schachbrettmuster, was wir gerade bei Matt Gaughan, war das so, ich weiß nicht mehr, was so hieß, scheiße, egal, scheiß drauf, auf jeden Fall der Typ, der Platz 15 war, jetzt habe ich's. Da hat mir das mehr gefallen, ne? Weil das war so ein Muster, das war irgendwie, sah irgendwie krass aus. Auch vielleicht war er im restlichen Körper auch so ein Muster, hat er auf jeden Fall, ja, das sieht richtig scheiße aus. Sieht richtig scheiße aus. Also es ist persönlich nicht mein Geschmack. Ich halte eh nicht so viel von Tribal. Tribal finde ich ist ganz, ganz, ganz schlimm. Ganz, ganz, ganz schlimm. Finde ich grauenhaft, ein Tribal. Wenn es ein modernes Tribal ist, gut aufgebaut, ja, dann finde ich es cool. Also nicht persönlich an meinem Körper und würde ich auch so, also steche ich nicht gerne, es sei denn, das ist ein Cover-Up oder sowas. Aber nee, Tribal ist nicht meins, es sei denn, es ist modern, da finde ich es cool, wenn es jemand anderes hat, aber das ist ja alles andere als modern. Wird der aber wahrscheinlich auch ziemlich lange schon im Gesicht haben, der Typ. Weil Bart und Haare, wenn ich so richtig sehe, ist der schon gut alt, der Typ. Image of raw, unbridled sexuality. I think we found it. Number 12. Ice cream cone on your face. Auf jeden. Ist ein Rapper. Ein Rapper ist das. Oh, I get it. You're cool as ice, but Ice Cube and Ice Tea were already taken. I guess ice cream is the next best ice product. Number 11. This guy has clearly... Pro, Freunde der Sonne. Platz 11 ist 100 Pro ein Cover-Up. Das ist ein bisschen zu dunkel an der rechten Stelle. Warte, ich hab doch meine Maus, Mensch. Hier, an der rechten Stelle vom Helm ist es zu dunkel. Ja, da stimmt was nicht. Das muss ein Cover-Up sein. Da war bestimmt was anderes drauf. Aber, ja, was soll ich sagen? Meine Liebe zu Star Wars. Da kann ich nichts gegen sagen. Star Wars ist einfach ein Traum. Ist ein Traum, Star Wars. Gone to the dark side with a big ass Darth Vader on his face. There is no turning back now. I guess he didn't want to be too intimidating, so he added the roses. I wonder if he has Yoda on the other side. Number 10. Wait, does this guy even have a... Ah, das ist ja jetzt erst... Also ich kenne das Bild schon, aber mir ist der Typ gerade überhaupt nicht aufgefallen, weil dieses so ranzoomen...
Der hat eine Brille tätowiert, auf jeden. Da gab es mal so ein Foto von, überkrass. So in der Situation habe ich das noch gar nicht gesehen gehabt. Der hat einfach eine Brille tätowiert. Ey, ist das wirklich echt? Jetzt mal ohne Spaß, Leute. An dieser Stelle, schreibt mal in die Kommentare, ist diese Brille echt oder nicht? Ist das wirklich tätowiert? Ich weiß nicht wieso, aber irgendwie habe ich das Gefühl, das ist ein Gag. Ich meine, der hat sein ganzes Leben lang, hat der jetzt eine Brille auf, wenn ihr versteht, was ich meine. Ich meine, Brille hin oder her, irgendwann sehen wir alle nichts mehr. Hat sich gereimt. Weiß nicht. Mann, Alter, der hat lebenslang jetzt seine Brille und vor allen Dingen hat er noch nicht mal die Bügel hinterm Ohr, ja? Kann ich mir nicht vorstellen, dass es echt ist. Aber wie gesagt, schreibt es mal in die Kommentare, was ihr meint, wenn da sich ein paar melden. Look closer. This is like reverse LASIK. Instead of never having to wear glasses again, he'll be wearing glasses forever. Alter. Ey, niemals, Mann. Das ist aufgemalt. Das ist bestimmt irgend so ein Werbegag-Promo-Ding gewesen oder so. Das ist bestimmt selber tätowieren, wollte damit so ein bisschen die Leute ankurbeln oder so. Oder einfach ein Spaßding machen oder in die Presse kommen oder weiß ich was. Ich kann mir das nicht vorstellen, dass das echt ist, Mann. Wer tätowiert sich denn eine Brille? Ja, Platz 15, Schachbrettmuster, ich weiß, aber der Typ war Kunst. Ja, das muss man klar unterscheiden. Dieser Typ war ein Kunstmodell. Es war einfach Kunst. Ja, ich weiß, es sind nur viereckige Kasten, die du in dein Gesicht hast, aber es war Kunst. Es ist einfach so. Der Typ war Kunst. Number 9. I'm going to go ahead and state the obvious here. What happens? Ja, der Typ liebt auf jeden Fall seine Hut. When he moves to the west side. Weil er sieht aus wie so ein Beard. The Beard. Richtig cooler Typ. Könnte auch Franzose sein. Out of town. He's sort of limiting his geographical options. Geben Sie mir bitte ein Stück Baguette. Number 8. This one's pretty. Alter! Habe ich auch schon mal im Netz gesehen als Foto. Wirkt aber jetzt, wenn dann sowieso immer nur auf dem Handy, woanders sehe ich das nicht, weil mit meinem Laptop bin ich nicht im Internet oder so, außer ich drucke jetzt irgendein Bild aus oder bearbeite was. Aber das mal so groß zu sehen, da wirkt sowas echt ganz anders. Ist auf jeden Fall eine krasse Idee. Jetzt ist die Frage, was ist, wenn ihm hinten auch mal die Haare ausfallen? Da ist the Beard weg. The Beard. Aber obwohl, dann könnt ihr das ja vorenden. Gestochen. Achso, stimmt, ich muss mal den Aspekt hier vom Gestochenen her, muss ich ja auch mal manchmal hier so ein bisschen erläutern. Gestochen ist natürlich wahnsinnig schlecht, ne? Also Buddha bei der Fische, aber das sieht nicht cool aus. Buddha bei der Fische, Butter unter der Tische. Nee, das sieht nicht cool aus, das ist schlecht gestochen. Aber eine geile Idee. It's gotta be great wearing a hat. Wenn man auf lustige Sachen natürlich steht. And then just taking it off when you're in line. Especially useful at the DMV. Number 7. God bless your face, sir. This guy is a living embodiment of America. I salute you, sir. Heftig, Alter. Also, God bless America. Land of the krass. Auch heftig. Also es ist auf jeden Fall, Nationalist oder was hier. Alter, sieht richtig heftig aus. Alter, hat die ganze Flagge in der Fresse. Number 6. This is actually a. Den kenne ich auch. Den kenne ich auch. Oder? Ist er das? Nee, das ist er gar nicht. Das ist jemand anderes. Ich dachte, das wäre den, den ich auch mal am Tattoo-Festival, der auf jedem Festival ist. Irgendwie habe ich das Gefühl, den gibt es doppelt oder so. Könnte auch sein, weil er hier gerade so ähnlich aussieht. Auf jeden Fall heftig, auch mit den ganzen Piercings, ne? Und den Tunnel. Also. Hier würde ich auch wieder behaupten, ist zwar Maori angehaucht, Tribal-Version in Maori, ist aber Kunst, also auf jeden Fall Kunst hier. Pretty cool pattern. I think it's one of the more artistic patterns we've seen. Achso, und gestochen, also von den Linien her, alleine hier oben, wie gesagt, ihr könnt die Maus sehen, einfach mitverfolgen, ist das schon gut gestochen. Also ist jetzt nicht mega doll, aber auch nicht mega schlecht, also ist cool, ist wirklich cool. Schon krasse Optik. Ich hatte hier die Felder zwar nicht zu eng gemacht, weil die nach einer Zeit, wie man hier schon ein bisschen erkennen kann, so eine Linie wird ja irgendwann eines Tages auch mal ein bisschen breiter und das ist halt irgendwann, das Feld ist irgendwann halt voll. Oder er hat es halt so Absicht gemacht und lässt sich das so irgendwann sowieso füllen, so quasi, dass es dann ein volles Muster ergibt, ne? It sort of looks like Egyptian or like casino carpet. Number 5. Sorry, sir. Oh, heftiger Typ. The suit and tie.
Finde ich auch wieder, ist wieder ganz klar Kunst. Sieht aus wie so ein Colucci-Pullover. ja, ist auf jeden Fall doch, sieht aus wie ein Colucci-Pullover, auf jeden Fall ein krasser Typ. Aber es ist Kunst wieder in meinen Augen. Aber naja, vom Gestochenen her, siehst du ja schon, wie das Schwarz hier an der Rand nicht richtig drin ist. Also vielleicht müsste er da nochmal ein paar Sitzungen machen oder eben hat das halt einmal gereicht, ne? Boah, Alter. Auch, ey, am Ohr, als komplette. Oh, ich habe gerade gespuckt. Das komplette Ohr ist einfach schwarz. Armer Nakoim, Alter, was ist los mit dir? Vor allen Dingen hättest du nur so ein Ohr schwarz gemacht, dann sieht es aus, als würde es abfaulen, ne? Wenn die Leute da draußen wieder denken. Something tells me you're not going to get the job. Number 4. This is Rick Jim. Zombie Boy. Aber das ist noch der Anfang von Zombie Boy. Heftiger Typ. Der Typ, brauchen wir gar nicht lange drüber reden, ist Kunst pur. Also ich glaube, der ist der Inbegriff von Kunst. Ne? Hut ab. Krass, der Typ. Rest in peace an dieser Stelle. A.K.A. Zombie Boy. A.K.A. Rico the Zombie. This one's cool. At least if you're going. Ich finde das so krass. Ich weiß gar nicht mehr, wie die Geschichte war. Ich glaube, das war irgendwie, dass er Krebs hatte oder so. Dann hat er den bekämpft und dann hat er sich gedacht, dass ich, ja... Deswegen auch, glaube ich, das Atom. Ich weiß es nicht mehr. Oh, scheiße, jetzt erzähle ich Kacke gerade. Da muss ich mal nachgucken. Da könnte man mal sowas Eigenes drüber machen. Weil der Typ ist wirklich. Ist ein krasser Typ. Ich finde das heftig, wie er die ganzen Knochen Stellen hier so tätowiert hat und dann überall so Viecher durch. Ist schon echt krass. Die Kakerlaken auch oben am Kopf. When you get a face tattoo, I say plan it out. Interestingly, he was diagnosed with a benign brain tumor before he had any tattoos. Although I think this guy can make a great fire. Sieht schon echt heftig aus, muss man ganz ehrlich sagen. Also ich finde, das sieht schon echt krass aus, Alter. Puh, die Fresse ist überhart. Wirkt richtig gut. Wirkt aber besser im Black and Gray, als wenn er jetzt hautfarben das Bild, oder ist es ein Bild? Ja doch, das Bild geschossen wäre. Also sprich in Farbe würde das, glaube ich, anders wirken. Es wirkt gleich so krass gerade in Black and Gray. Ich muss noch was trinken, Alter. Ich merke schon wieder gerade, ich kann schon wieder sprechen. Biology teacher. He has been in Lady Gaga music videos, acted as a spokesperson for L'Oreal, and became the face of Jay-Z's Rockaware in Europe. Number 3. This is Maria Cristerna. Also das, Leute, überhaupt nicht mein Fall, ne? Also dieses unter die Haut irgendwelche Implantate sich setzen lassen, ey, ist gar nicht cool. Finde ich absolut scheiße. Also, nee, es ist nicht mein Geschmack wieder, ne? Persönliche Meinung, ist nicht mein Geschmack, finde ich. Weiß nicht, sieht aus wie, als wäre sie irgendwo hingefallen und dann wächst da so ein Horn aus dem Kopf. Vor allen Dingen, ja, nee, das ist nicht meins. Ach, jetzt siehst du erst mit den Zähnen, Alter. Guckt euch mal an, Vampirzähne. Ja, das finde ich aber irgendwie wieder cool, ne? Die Vampirzähne, ist, irgendwie macht das schon was her. Also, das ist schon krass, also bei mir selber nicht, aber... Ja, wobei, oder? So eine Beißerchen wäre schon geil. A.K.A. Vampire Lady. What's interesting here is Vampire that she experienced lady. Many Vampire. Years of domestic abuse. Besides working as a video jockey, she now gives talks to women on domestic abuse. You have to wonder if she transformed herself like this. Vor allem sehe ich ja jetzt erst, das sind, ich dachte gerade, es wäre gedottet, aber das sind, glaube ich, alles kleine so eine Sterne, die einfach nur verlaufen sind und jetzt keine Sterne mehr sind. Da haben wir wieder das beste Beispiel. Eieiei. Ich hasse Sterne. It's a kind of protection, and to make it so no one will want to even be near her. Interestingly, she used to be a lawyer. I say she should have stayed a lawyer. Number 2. Oh! This is Alter, auf einmal kommt er hier einfach vor, Alter. Auf einmal Bob Marley und weiß, was ist da los? Kommt hier einfach hervor. Ja, das ist dieser Katzentyp, den habe ich damals, war das Arabella oder war das... Nee, nicht Taff. Wie heißt die Sendung? Talk. Da habe ich den Typen, glaube ich, mal gesehen. Der ist richtig... Also der ist für mich auch wieder Kunst pur, der Typ. Ne? Das ist schon echt heftig. Klar, Implantate, dies, das, Ananas. Aber ist ein krasser, heftiger Typ. Ich finde es immer so krass, dass man so eine Eier hat und das durchzieht. Jetzt ist die Frage, warum zieht man das so durch? Vielleicht hat derjenige irgendwie in seiner alten Haut irgendwas Schlimmes erlebt, wo er gesagt hat, ich bin nicht mehr glücklich und möchte komplett anders aussehen und eine komplett andere Identität aufnehmen. Oder weiß ich was, auf jeden Fall, der Typ hat richtig Eier. Dennis Abner, who is known as Catman. He preferred the name Stalking. Oh, Alter, guck dir die Beiße an, Mann!
Ist ja noch heftiger als bei der Frau, bei der Vampire Lady. Krass, Annabelle-Style. Aber er hier hat halt richtige, er hat der richtige Hauer. Krass. Schon heftig. Irgendwie sieht es richtig krass aus. Ich bin richtig geschockt gerade. Aber irgendwie will ich es haben. Cat, which was given to him by a Native American medicine man. He had extensive plastic surgery so he could look like a tiger. Some ask why, and others ask why not. Probably he should have stuck with why. Apparently he was of Native American. Der konnte sich auch, glaube ich, jetzt fällt es mir wieder auf, hier hat er ja über diese Piercings, ja, nicht Oberlippe, sondern da drüber, ja, so wie es halt bei so einem Tiger ist oder beim im Löwen oder wie auch immer, oder sogar bei einer Katze oder beim Hund, ach, ihr wisst schon, was ich meine. Ich glaube, der kann ja sogar so eine kleine Antenne ranmachen. Antenne, genau, Fühler. Man, hier, ihr wisst schon, was ich meine. Katzenhärchen da, ne? Die kann er sich, glaube ich, raufschrauben. Und dann, ey, wäre ich. Doch, ich glaube, das konnte der. Das hat er, glaube ich, mal gezeigt bei Talk Arabella. Irgendwie sowas. American Heritage and his totem was a tiger. So he was transforming heftig himself to look more like a tiger. Aber sehe ich jetzt gerade, ne? Unten hat er ja so eine Schuppen. Wollte der erst so ein Drache sein und dann sowas, oder wie? Schon krasser Typ auf jeden Fall. Schade, dass nicht sein ganzer Körper so ist. Das sieht schon heftig aus. In a completely unforeseeable turn of events, he died alone in his garage at age 54. Many suspect it was a suicide. And now for the number one what? Craziest face tattoo. For more videos like this, subscribe here. Number one. I'll tell you one thing. Ach, stimmt ja, scheiße, ja, der Penis. Auf den habe ich die ganze Zeit gewartet. Und jetzt, vor allen Dingen, Alter, die Punkte hier am Sack sozusagen, am Ohr. Wieso hat der Typ einen Penis im Gesicht? Warum? Das verstehe ich bis heute nicht. Das Bild kenne ich natürlich auch schon, öfter schon irgendwo im Netz bei Instagram oder weiß ich wo gesehen oder Tattoo-Fail, wenn du es eintippst auf Google, dann siehst du auch sowas. Ich glaube, ich habe das selber schon mal in irgendeinem Video gemacht. Ja, ich glaube schon. Auf jeden Fall, also als Tattoo-Fail steht jetzt aber verrückte Tattoos. Also klar, doch ein Penis, obwohl ein Penis im Gesicht ist schon Platz 1, aber ich finde, was das Künstlerische angeht, ist Zombie Boy eigentlich auf Platz 1. Das ist einfach heftig. Aber gut, es geht nur ums Gesicht. Nee, alles gut. Ja, doch, der Penis. Der Penis ist schon Platz 1. Ist schon echt verdammt scheiße. Aber hier geht es um verrückte Sachen und nicht um Fails. Ja, was soll ich sagen? Gestochen? Weiß ich nicht. Sieht auf jeden Fall echt lustig aus. Und warum hat er das gemacht? Krass, dass man sowas einfach macht. Das würde mich ja mal interessieren, was die Geschichte dazu ist. Also wieso, warte mal, vielleicht erzählen die es gleich auf Englisch, weil ich meine, warum hat er das? Wieso hat er sich einen Penis ins Gesicht ballern lassen? Das ist, also falls einer weiß, in die Kommentare schreiben oder mir irgendwo eine Nachricht schreiben auf irgendeinem Netzwerk, ihr wisst schon, Account. Weil das würde ich ja, würde mich mal interessieren, aber vielleicht sagen die es auch gleich, aber ich beende hier sowieso das Video, weil hier kommt schon Subscribe und sowas alles, ich weiß nicht, inwiefern man immer sowas alles hier zeigen darf, deswegen gehen wir hier raus und ich beende an dieser Stelle das Video, ja, waren auf jeden Fall verrückte Dinger dabei, lässt ein Däumchen da, abonniert meinen Kanal und aktiviert die Glocke! Bis denne, meine Socke. Bis denne, Antenne. Haut rein.